la la. Oh la la. Was für eine Überraschung! Ah, das hab ich ja gerechnet. Komm rein! Oh, das ist aber nett! Mensch, komm mal rein hier! Mama mia! Meine Freunde, willkommen zur allersehnten Roomtour. Ja Leute, ihr wollt unbedingt eine Roomtour sehen, ihr wollt unbedingt meine neue Wohnung sehen. Und Leute, sehr sehr wichtig, meine neue Single nach Genesepa, nach Como Es, nach Money, alles mögliche Leute, kommt jetzt offiziell meine neue Single Leute. Hier ist das Datum, ihr wisst Bescheid. Um 0 Uhr an dem Freitag, also von Donnerstag auf Freitag, gibt es dann den Song überall zu hören Leute. iTunes, Spotify, Google Play, Deezer, Misa und Visa. Und daraufhin an dem Freitag 16 Uhr das neue Musikvideo dann hier auf Seko, ihr wisst Bescheid. Oder Roomtour. Ach so, ja, genau. Ja, Leute, wie gesagt, ihr wollt unbedingt eine Roomtour sehen. Wollen wir mal eben kurz starten, oder? Ganz kurz, sagen wir mal ganz kurz hier in die Wohnung. Wer schreibt mir? Ja, Ali, du drehst dich einmal hier ganz kurz hier um. So, hier haben wir einmal... Ja, sieht man mich aber. Ist das schlimm? Ja, nee, gar nicht. Obwohl, kannst du vielleicht die Kamera so ein bisschen in dein Gesicht tun, so? Wie meinst du das? Ein bisschen hoch? Nee, hoch, hoch. Oh, nein, runter. Ah, fast. Bisschen hoch. Ja, perfekt. wenn man neu reinkommt, war es mir sehr wichtig, hier einmal ein Spiegel, damit man sich mal so ein bisschen in den Spiegel schauen kann. Oder Ali? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wollen wir mal den Inhalt testen? Ja, auf jeden Fall. Hier haben wir Taschen, Maschen. Achso, das gehört meiner Nachbarin. Die haben mir ein Paket gebracht, die haben gesagt, Dings, ich soll es meiner Nachbarin geben, Digga, seit einer Woche ist das hier. Korrekt, Bruder. Auf jeden Fall können sich die Nachbarn auf dich verlassen. Ja, würde ich auch sagen. Also, falls ihr das Video seht, dein Paket ist auf jeden Fall hier. So, hier ist auf jeden Fall mein Wäschekorb, meine Freunde. Hier habe ich dann immer so drei verschiedene Fächer. Hier haben wir einmal auch Supplements, meine Freunde, ihr wisst Bescheid. Fitness wird bald wieder durchgezogen. Hier haben wir verschiedene Sachen, so Seife, Meife, Zahnpasta und so weiter und keine Ahnung. So Sachen halt. Und da oben, das ist für euch schwer, ich habe keinen Bock, das jetzt runterzuholen, Leute. Da sind halt so Putzmittel und so, aber ich glaube, das juckt euch eh nicht. Ja, das war's auch schon. So, kommen wir direkt nach links. Hier lebe ich nach dem Motto, einfach alles reinpacken. Irgendwie, Hauptsache es geht rein. Gutes Motto. Ich glaube, das erkennt man noch irgendwo. Alles drum und dran, Leute. Also, klappt. Ne, ist cool, ne? Begeistert, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. So, gehen wir mal weiter hier, komm. Und wenn wir jetzt hier weitergehen, sehen wir hier an der Wand die schönen Play-Buttons. Einmal für Seko, das war hier. Das war für SKK, 100.000, also beide 100.000 jeweils. Und hier einmal die 1-Million-Button. Die könnte ich theoretisch eigentlich auch in unser neues Büro tun, ne? Wir kriegen jetzt ein komplett neues Zentrum, meine Freunde. Also, Leute, es kommt auf jeden Fall noch eine richtig krasse Wohnung, wo wir alle unsere Videos drehen werden und alles so coole, krasse Sachen für euch machen werden. Leute, lasst euch auf jeden Fall überraschen und da könnte man die Play-Buttons hinnehmen, oder? So, da sehen wir direkt hier unten eine Sitzbank. Boah, Digga, ich habe für die so gekämpft, ne? Weil die gab es einfach nirgends so mehr. Und ich habe die in mein Auto gepackt und mein Auto ist sogar kaputt gegangen dadurch, also die Sitze und so, weil es so groß war. Können wir hier weiter? Wir gehen einmal hier. Wow! Eine Shisha. Ja. Hier haben wir meinen Schuhständer. Das ist aber nur ein Teil von meinen Schuhen. Also das sind halt so die Schuhe, die ich häufig trage. Seid ihr bereit für die Küche? Let's go! So, Leute, das ist die schöne Küche, die ich hier zugelegt habe. Ja, hier oben Pfandflaschen und so weiter und so fort. Die habe ich gerade weggebracht. Ey, weißt du, was ich mit den Pfandflaschen gerade gemacht habe? Ich habe die gerade, kennst du noch? Ja, in den Bärchen im Runde. Ja, genau. Mit der Barbie-Puppe. Ja, ich hab da einfach meine Pfandflaschen gegeben. Killer. Nein, weißt du warum, Digga? Weil ich stand da bei den Pfandflaschen, ne? Und die so, ich brauch Geld und so. Und ich so, wie viel hast du denn da? So 1,26 €. Und hat sie so gezeigt, da hab ich einfach meine ganze Pfandflasche gegeben. Ehrenmann. Das war bestimmt 10 oder so. Aber ich habe auch zu dir gesagt, gibt's aber nicht viel Scheiße aus. Also nicht für Alkohol oder sowas, ne? Kauf dir wenigstens was essen. Also. Ehrenmann. So, Tiefkühltruhe, Kühlschrank und so weiter. Warte, können wir mal die Tiefkühltruhe aufmachen? Ja. Ja, was denn? Ach ey, willst du ein Eis gleich? Ja. Gleich. Warte, bitte. Hier haben wir so einen ausziehbaren Mülldings da. Spülmaschine. Weiß ich, hier ist noch Toaster und die ganzen anderen Sachen. Jetzt kommen wir zur anderen Seite, meine Freunde. Und zwar haben wir hier erstmal unser... Fällt gleich runterlegen. Unser cooles, wie nennt man das nochmal? Abzugshaube? Richtig. Herd. Ein bisschen mit Kerzen, siehst du das, meine Freunde. Damit ihr so denkt, ich bin so voll romantisch und so, also für alle... Instagram sagt man unbedingt Bescheid. So, jetzt kommen wir zu unseren Gewürzen, meine Freunde. Da habe ich mir auf jeden Fall nochmal Unterstützung geholt. Und zwar haben wir hier unsere ganzen Gewürze. Willst du hier einmal hier ranzoomen? Tee und so weiter, die Gewürze und so, also alles schön geordnet. Hier haben wir hier unsere Besteck und so. Die Steckdosen und so weiter, Leute, die muss man auf jeden Fall noch montieren hier. Da habe ich muss noch Elektriker hier hinkommen. Ne, das war's eigentlich mit der Küche, ne? Boah, was ich richtig geil finde, ist einfach dieser Waschbecken. Mhm. Ja, das ist einfach dunkel. Den hier, ne? Hast du so Wasser. Und dann machst du mal den hier. Hier. Also wirklich geil. So sieht das Ganze mit Belichtung aus, meine Freunde. Also wirklich richtig, richtig geil. Jetzt gehen wir weiter ins Wohnzimmer. So, bevor wir jetzt in diesen Bereich gehen, kommen wir erstmal zu diesem schönen Bereich. Meine Freunde, das ist so diese Deko.
Wand hier mit Duftdings, Pflanze. Die Lichter kann man auf jeden Fall nochmal einstellen. Man kann die so ausmachen mit einer Fernbedienung, man kann die Farbe ändern. Man kann die Helligkeiten anstellen, also entweder wollte ich ein bisschen dunkler haben oder heller, das fand ich richtig cool. Habe ich natürlich direkt geholt, ne? Oder Ali? Ja. Bevor wir jetzt aber zum Wohnbereich kommen, kommen wir erstmal ins Bad, oder? Damit wir hier schon mal so alles fertig haben. Einmal hier reinkommen, ihr seht es, begehbare Dusche. Auch richtig nice, meine Freunde, also ganz cool. Toilette. Leute, jetzt zeige ich euch einen Mülleimer. Der hat es wirklich in sich, meine Freunde. Checkt mal bitte diesen Mülleimer hier ab. Use me. Hier haben wir eine Heizung für Handtücher und so weiter und so fort. So. Hier haben wir nochmal Handtücher für Hände und so weiter, Seife, dies, das, Haarspray und ein bisschen Deko. Sehr wichtig, meine Freunde, always wash your hands. Also immer die Hände waschen, sehr wichtig. Schreibt euch das hinter die Ohren, meine Freunde. Und ja, hier haben wir meinen großen Spiegel. Das war auf jeden Fall mein Bad. Mhm. Wenn man vom Bad rausgeht, sieht man direkt coole Dingsbums. Genau. Ey, wer ist denn das, Alter? Ey, Digga, der war doch gerade hinter der Kamera, Alter. Hey, Ali! Warte, wartet hier! Wie bist du da gelandet? Wartet hier! Ey, Alter! Wie bist du nach unten gekommen? Jetzt kommen wir hier erstmal zu meinem wunderschönen Arbeitsbereich. Hier haben wir meinen Drucker. Hier haben wir ein cooles Licht. Auch sehr gut. Also, wenn es. Dieses Licht hier mache ich eigentlich immer an, wenn ich arbeite und wenn ich Papierkram mache. Und dieses Licht mache ich immer an, wenn ich chillen will. Dann mache ich das andere aus, dann mache ich immer dieses Licht hier an. Meine Tasche, mein PC, kennt ihr noch von früher. Mhm. Hier sehen wir gerade, Ali, siehst du das auch? Ich sehe das. Siehst du das? Ich sehe das. Was sehe ich denn da? Mercedes. Genau, Leute, ich habe mir ein neues Auto bestellt. Das befindet sich hier drinnen, meine Freunde. Auf jeden Fall habe ich ein neues Auto bestellt. Und ihr werdet auf jeden Fall auch noch erfahren, ich habe mir ein krasses Auto bestellt, Leute. Das Auto ist zu krass. Und ihr könnt ja mal unten in den Kommentaren raten, was für ein Auto ich mir bestellt habe, meine Freunde. Wir geben einen kleinen Tipp, oder? Okay. Es ist auf jeden Fall ein Mercedes. Echt? Von Mercedes? Jo, alles von Mercedes. Doch, doch. Wie kommst du denn drauf? Auf jeden Woher Fall. Woher weißt du denn das? Weiß ich auch nicht. Hab ich mal so einfach erraten. Ja, Wahnsinn, Mann, ich wollte es so geheim halten. Das habe ich auf jeden Fall von einem von der SKK-Familie bekommen. Danke auf jeden Fall dafür. Ich liebe eure Geschenke so sehr und versuche die immer so gut wie möglich in meine Wohnung einzubinden. Und ja, meine Freunde, hier haben wir meinen coolen Schitul. Meine Schitul. Schitul. So, du kannst hier einmal ganz unten zeigen. Ich habe hier unten so ein bisschen gebunkert hier. Mhm, so Papiere und Ordner. Und hier habe ich meine ganze Steckdose und so habe ich schon so ein Dings gepackt, damit das nicht so alles rumfliegt. Unten. Mülleimer, soll mal sein hier. Jetzt kommen wir zu meinem Wohnbereich, meine Freunde. Zum, glaube ich, besten Sofa, den es auf der Welt gibt, glaube ich. So, das war mein. Ah, chillt man sich hier hin, zockt mal eine Runde. Sag mal, Ali, du hast heute hier drauf geschlafen, ne? Jo. Wie geil war's? Ey, ist auf jeden Fall richtig angenehm gewesen. Krass, ne? Jo. Ich schwöre, ich finde die Sofa so heftig. Das stimmt, Alter. Hier haben wir unsere coolen SKK-Playsee. Hier haben wir so eine richtig coole Wohnwand mit Glasdings. Also richtig nice. Kann man alles hier so aufmachen. Da hat man hier verschiedene Fächer und so, aber alles so unwichtig eigentlich. Also, ne. Ja, hier haben wir meinen coolen Fernseher. Ganz groß hier. Ne, davon tun mir auch manchmal die Augen weh, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist ein cooles Licht, meine Freunde. Das ist so hängelig, wie man schreibt. Und das kann man halt auch zumachen. Oh, shit. Und aufmachen. Wow. Geil, ne? Wow. Davon kannst du auch die Farben ändern, meine Freunde. Ihr habt ja auch schon, glaube ich, in einem Video von mir gesehen, was ich mit Edgy gemacht habe. Ja, gehen wir mal weiter. So, hier haben wir Jalousien. Die kann man hier runter. Oh, fuck, sorry, falsch. Runterdrehen. Hochdrehen, aufmachen, runtermachen, wie man halt Bock hat. Mhm. So, kommen wir direkt zu meiner Ecke hier. Hier haben wir auch eine schöne Ecke. Weißt du noch, früher haben wir das bekommen? Ja, haben wir das bekommen. Voll geil. Da kann man auch Licht dran machen, aber für Batterien sehr schwierig, meine Freunde. Das Geld ist leider nicht da, deswegen müsst ihr natürlich den Song vorbestellen, damit man auch Batterien leisten kann an dieser Stelle. Richtig. So, hier haben wir unseren coolen Minion. Ey, Stein. Ey, hallo, hallo. Oh, es geht weiter. So, hier haben wir unseren Minion, das ist ein guter Freund. Ich habe noch keinen Namen für ihn, um ehrlich zu sein. Müssen wir mal gucken, wie wir den nennen. Ne? Auf jeden Fall. So, das ist meine Wohnung von hier, meine Freunde. Dieser Raum hier, da gehen wir gleich noch rein. Das ist mein Schlafzimmer, das gucken wir uns gleich noch an. Das, meine Freunde, ist die coole Sitz-Chill-Ecke. Das war mein Balkon, meine Freunde. Und jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigen Raum, zum wichtigsten Raum in dieser Wohnung. Und das ist mein Schlafzimmer, Leute. Richtig. So. Seid ihr ready für mein Schlafzimmer, meine Freunde? Yes. Sind ihr ready, meinst du, Ali? Ich glaube schon. Warte, warte, warte. Erstmal kurz liken. Habt ihr geliked schon? Warte. Jetzt, yes, jetzt hat er geliked. Alles klar. Hier haben wir meinen Kleiderschrank. Das öffnet. Wow. Ein Licht.
Ja, mit verschiedenen Klamotten und so weiter. Hier haben wir verschiedene Pullis, natürlich SKK-Pulli. Das Bescheid immer am Start. Hier auch SKK-Pulli immer am Start, meine Freunde. Ja. Meine verschiedenen Schuhe, das sind meine Lernbolope-Schuhe. Das sind meine anderen Schuhe. Hier habe ich schon mal meine ganzen Jacken, auch Schuhe. Schuhe auch hier unten, Timberlands und alles so hier, Schnickschnack. Das sind auch noch verschiedene Jacken, meine Freunde. Hier haben wir nochmal ein bisschen Schmuck. Brille und was weiß ich schon. Alles rum und dran, Leute. Das ist sogar der ganze Schnickschnack. Hier haben wir auch noch verschiedene Pullis und so weiter. Auf jeden Fall, der Schrank ist voller Kleidung. Ja, kann man so sagen. So Trikots auch, natürlich. Ali, bitte, das müssen wir zeigen. Das muss das neue Auswärtstrikot von Bayern, das neue Trikot von Bayern, super, Deutschland, super. Belgien. Klasse. Danke auf jeden Fall an Adidas auch an dieser Stelle. Okay. Vielen, vielen Dank für diese Trikots. Ne? Adidas, beste Leben. Schöne Lernrolope-Schuhe in allen Farben. So, jetzt kommen wir hier zum schönen Teppich hier. Ich liebe diesen Teppich. Das ist mein cooles Bett. Ne? Auf jeden Fall groß genug. Das Coole ist, warte, ich muss jetzt was Cooles zeigen. So, ich mache jetzt ganz kurz hier die Jalousien runter. So. Und jetzt Licht mal einmal ganz kurz ausmachen. Habt ihr schon mal so einen Effekt? Und ihr könnt das halt verschieden einstellen, wie ihr halt wollt. Ihr könnt so machen. So, ihr könnt so machen. Ihr könnt so machen. Gibt's auch grün? Ich weiß es nicht. Ihr könnt so machen, das ist die ganz normale Farbe. Dann habt ihr hier nochmal so eine Farbe. Oh shit. Krank. Oh, also ihr könnt halt jede Farbe halt auswählen. Das ist einfach so. Okay, so. Das ist jetzt einfach mal so. Dann hat man hier auf jeden Fall auch den Zugang zum Balkon, meine Freunde. Ja, das war's auch schon, Leute. Mhm. Das war mein Zimmer. Ich muss noch gucken, Leute. Ich wollte vielleicht hier noch irgendwas hinballern. Ich weiß noch nicht was, Leute. Vielleicht könnt ihr es mir mal in die Kommentare schreiben. Mach mal ein Bild von mir dahin, glaub mir. Meinst du? Jo. So oberkörperfrei am Strand. Wie? Zeig mal, was für eine Pose ungefähr. Ehrlich? Jeden meinst du? Ja, jo. Ah. Ich guck jetzt nach außen so. Oder wir machen so einen, wo ich liege. Machst einfach so. Meinst du? Jo. Boah, Digga, das ist auf jeden Fall. Leute, bei 30.000. Bitte, Leute, Leute, bei 30.000. Aber du musst das wirklich machen, ne? Mit Videobeweis. Ich zieh das durch. Okay, Leute. Bei 30.000 Likes, meine Freunde. Nein, Digga, oder? 30.000. Komm einfach nur für einen Monat. Für einen Monat ist korrekt. Ja? Leute, bei 30.000 Likes, Leute, drucke ich ein Bild von Ali aus beim Strand. Und hey, yo, Leute. Aber nur für einen Monat. Enttäuscht mich nicht. Also, ich weiß Bescheid, Digga. Der sprengt den Like-Button. So, wenn wir rauskommen. Sprengt den Like-Button. Hä? Was? Ja. Das war meine Wohnung. Ich wollte meine Wohnung sehen. Und wo es mich hinführt in Zukunft und so, weiß ich nicht. Ich fühle mich hier gerade sehr, sehr wohl. Ich finde es so nice. Vielen, vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Bestellt auf jeden Fall meine Single vor, Leute. Das Video wird an einem Freitag released um 0 Uhr und das Video dazu um 16 Uhr dann auf diesem Kanal. Ich freue mich riesig drauf. Es wird zu krass. Es ist nochmal eine ganz andere Stufe. Hast du noch was zu sagen? Nee. Okay, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!